Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend hier bei uns im Agilcare Workshop Montagabend hier im Internet. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und ja, wieder unserer Präsentation kurz lauschen. Eventuell ist ja auch da das ein oder andere für Sie als Information mit dabei und deswegen sind Sie auch hier. Und ich begrüße natürlich auch diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufzeichnung zu unserem Workshop anschauen und eben hier auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel Fragen zu stellen, aber auch die Dokumente. Und da habe ich heute ein paar für Sie herunterzuladen und dann für sich zu speichern, wenn Sie das möchten. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich und begrüße auch meine Eltern, die sind unterwegs und sind aber doch dennoch dabei hier und freue mich, dass Sie alle mit dabei sind. Und ja, vielleicht, das habe ich die anderen Male nicht gemacht, vielleicht kann mir dann doch jemand kurz mitteilen, ob ich gut zu hören und zu sehen bin. Und dann könnte ich auch gleich mit der Präsentation für Sie starten. Super. Dankeschön, Papi. Also im Zittauer Gebirge bin ich gut zu sehen und zu hören. Ja, dann haben wir hier den 22. April heute und wir legen gleich los mit der Präsentation. Zuvor Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Das ist jede Woche dasselbe, aber das muss leider so sein. Und insofern haben wir das jetzt hier abgearbeitet. Ja, in der letzten Woche habe ich anhand eines Beispiels Ihnen die Methode Agilcare präsentiert, wie also störende Mikroorganismen mittels spezifischer elektromagnetischer Frequenzen eliminiert werden können, wie wir mit Agilcare somit aktiv zur Körperpflege beitragen können, zur Verbesserung unserer Lebensqualität. Und ja, ich bin heute eigentlich nicht mehr. Also, aber gestern war ich noch etwas lediert. Naja, lediert nicht ganz, aber mir ging es nicht so gut gestern gesundheitlich. Und es fing ganz schon Samstag an. Ich habe schwer Luft bekommen, etwas kratzig, hat sich's im Hals angefühlt, aber ich habe nicht mit Agilcare begonnen. Bestimmt zieht der ein oder andere von Ihnen jetzt den Vergleich mit dem Schuster und seinen Schuhen. Ja, das muss ich mir gefallen lassen, das kann ich verstehen, aber es gab noch so viel anderes zu erledigen und auch Spannenderes, als sich ans Agilcare zu setzen und naja, vielleicht ist es ja nicht so schlimm und so weiter. Und ja, in der Nacht, Samstag, Sonntag bekam ich dann allerdings die Quittung dafür. Der Hals tat mir richtig weh und in den Bronchien hat das ordentlich gerasselt. Ich habe mich sofort am Morgen, am Sonntagmorgen, also gestern, an unser Agilcare gesetzt. Wir haben ja das Agilcare parallel zu Hause, also das Gerät mit den zwei Kanälen. Und ich habe mir eine Automation erstellt aus den Anwendungen, die ich Ihnen hier auf die Folie geschrieben habe. Einmal A117. Grippaler Infekt, A434, RS-Virus, und da sehen Sie auch im in den Klammern die Symptome, die beim Befall vom RS-Virus auftreten können. Schnupfen, trockener Husten, Niesen, Halsschmerzen. Also das alles, was ich auch bei mir beobachtet habe. Die nächste Anwendung WEI22. Viren, Komma umfassend und auch hier in der Klammer dann die Hinweise auf diejenigen Viren, die auch mit enthalten sind. Das können Sie sehen. Und ich habe noch zweimal die Anwendung A420, Streptococcus pyogenes,
HC. Diese Anwendung habe ich zweimal hintereinander dann mit in diese Automation hineingefügt. Und ja, ich habe der Hinweis mit dem AgileCare parallel war der, weil ich eben gleichzeitig, also ich habe die Handelektroden in die Hand genommen natürlich und habe aber gleichzeitig auch Wasser markiert, um dann das Wasser zu trinken. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist hier ein älteres Bild, aber so ähnlich bin ich vorgegangen. Statt der Handelektroden, wie hier im Bild zu sehen, habe ich die Haftelektroden an die Flasche geklebt. Also hier Wasser markiert. Und dieses Wasser habe ich auch im Laufe des Tages gestern getrunken. Es ist mir auch bereits während der Automation, also als ich die Automation ablaufen gelassen habe und ich die Handelektroden in der Hand hatte, ist es mir bereits viel besser gegangen, was mir auch schon gezeigt hat, dass ich hier die richtigen Mikroorganismen ausgewählt habe, um sie zu eliminieren und sie auch entsprechend getroffen habe. Und im Laufe des Tages ging es mir immer, immer besser, so dass sie heute Abend das hoffentlich nicht bemerkt haben, bevor ich es ihnen jetzt erzählt habe, dass es mir eventuell gestern nicht ganz gut ging. Es wäre allerdings gewesen, wenn ich nicht so schnell Erfolg gesehen hätte. Ja, ich könnte mir anschauen, ob ich an den Randbedingungen noch etwas verändern kann. Ich meine hier die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen und vor allem vor den Anwendungen, nämlich die Verbesserung der Elektrolyte im Körper, also dass die elektromagnetischen Frequenzen sehr gut zu den Störern transportiert werden. Wir empfehlen dazu einen Zitronentrunk. Ich gebe Ihnen das hier frei, das Rezept. Und das können Sie sich hier von hier aus downloaden, aber Sie finden es auch hier auf der Seite, wo ich Ihnen den Link hier auf die Folie eingetragen habe, auf unserer Seite Download. Dort finden Sie auch unter dem Punkt AgileCare optimieren das Rezept, falls Sie da nochmal nachschauen möchten. Und bei diesem Zitronentrunk handelt es sich aus unserer Sicht sowohl um die effektivste Methode zur Verbesserung der Elektrolyte als auch immer noch um die am besten zu beschaffendste, also ressourcenmäßig und auch geldmäßig. Es kann sein, dass der ein oder andere am Anfang vom Geschmack etwas abgetörnt ist, also sauer und salzig, das ist ja nicht jedermanns Sache. Aber ich hoffe, Sie lassen sich nicht dadurch abschrecken. Alternativ kann man auf zum Beispiel Kokoswasser oder alkoholfreies Weizenbier ausweichen. Wir empfehlen hier allerdings die Umstände, dass Sie eventuell die Zitrone, die ist ja, obwohl sie sauer schmeckt, die hat alkalische Eigenschaften. Also wenn Sie der Meinung sind, Sie vertragen die Zitrone nicht, dass Sie für sich die Umstände so zu verändern versuchen, dass Sie diesen Trunk, den wir empfehlen, vertragen. Das zunächst erstmal als erster Hinweis, die Randbedingungen optimieren. Natürlich kann man auch überprüfen, ob man diejenigen betreffenden Mikroorganismen eliminiert, die für die Problemstellung verantwortlich bzw. daran beteiligt sind. Dass sich also auch daran beteiligt sind, auch dass entsprechend die Situation sich nicht verbessert. Man kann also mittels Laboruntersuchungen überprüfen lassen, ob die Störer noch und wenn ja, in welchem Maße vorhanden sind. Nach meinem Wissen ist der Nachweis einer Belastung durch Viren, auch wenn uns das seit ein paar Jahren etwas anders erzählt wird, ziemlich schwierig. Auch andere Erreger wie zum Beispiel Borrelien und Toxoplasmen lassen sich labortechnisch recht schwer direkt nachweisen. Hier können Sie selbst an der ja eventuell geänderten persönlichen Situation, also die Symptome, die Beeinträchtigungen, können Sie eventuell eher feststellen, Sie selbst bei sich persönlich, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Es gibt in der Literatur hierbei auch Möglichkeiten, bestimmte Symptome, bestimmte Erreger zuzuordnen bzw. deren Beteiligung daran. Ein Beispiel sind auch Beobachtungen, die dokumentiert wurden. Ich denke dabei an das
Toxoplasmose-Handbuch von Uwe auf der Straße. Das ist ja ein Allgemeinarzt, der hat hier in seiner Allgemeinpraxis sehr, sehr viele Patienten beobachtet und deren Symptome notiert, dokumentiert und daraus dann ein Buch geschrieben, das, wie gesagt, das Toxoplasmose-Handbuch heißt. Geben Sie sich hier jedoch etwas mehr Zeit als etwa eine Woche, um zu überprüfen, ob Sie mit den Anwendungen richtig liegen. Manche Erreger sind vielfältig an verschiedenen Stellen in unserem Körper zu finden und somit in ihrer Anzahl in der Art vertreten, die es notwendig macht, hier mehr Zeit zu deren Eliminierung aufzubringen. Auch kann man, wenn man das kann, energetisch überprüfen, ob man auf einem guten Weg ist. Das bedeutet jedoch, dass man hier sehr gut darin geschult ist und erfahren ist. Manchen Menschen ist es sogar möglich, andere Menschen dahingehend zu überprüfen. Und also ich denke hierbei zum Beispiel an die Nutzung von Tensor oder Pendel, aber auch das Testen auf kinesiologische Art ist hier mit da gemeint, mit dieser Testmethode. Bestimmte Umstände, Belastungen ermöglichen zusätzlich die Vermehrung und Disbalance von störenden Mikroorganismen auf Zellenebene, weswegen wir empfehlen, ausreichend zu entgiften. Also nicht nur, wenn Sie mit AgilCare arbeiten, auch dann, wenn Sie da hier der Meinung sind, eine Pause einzulegen, ist es dennoch notwendig, da hier zu entgiften. Pro Tag, pro Erdenbürger, wir sind ja schon eine Menge hier auf diesem Planeten, werden 2,5 Kilogramm Schadstoffe emittiert, die wir natürlich auch in uns aufnehmen. Und da ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir hier sehr gut entgiften. Und Sie wissen, Naturzeolit 10 Mikrometer ist dafür unsere Empfehlung aus vielfältiger Sicht. Also ist ein Naturprodukt, ein hochwertiges Naturprodukt. Ist nichts hinzugefügt worden, ist auch nichts weggenommen worden. Und die Teilchenvermahlung ist auf 98% genau auf diese Größe, nämlich auf 10 Mikrometer genau vermahlen, was eben auch für Sie dann Vorteile bringt, nämlich dass Kleinststäube vermieden werden und aber auch die Teilchengröße, die 10 Mikrometer auf die 2x3 Gramm, die wir empfehlen, täglich zu nutzen, um zu entgiften, sind die 10 Mikrometer pro Teilchen, bieten Ihnen eine sehr große Oberfläche, um hier die Entgiftung voranzutreiben für sich. Und natürlich, was für uns wichtig ist, unterhalten wir uns auch an die Empfehlung von Professor Dr. Karl Hecht, dass es nicht in den Stoffwechsel gelangt und eben hier die Entgiftung außerhalb des Stoffwechsels für uns durchführt. Nicht zu verachten und zu vergessen, die Zufuhr von kolloidalem Siliziumdioxid, was für unser Bindegewebe sehr, sehr wichtig ist, zu deren Aufbau und Erhalt. Und darüber hinaus, außerhalb der Entgiftung, stehen wir Ihnen ja auch sehr zur Seite mit unseren Empfehlungen. Diese bilden sich vor allem aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung mit der Arbeit mit elektromagnetischen Frequenzen und Kenntnissen aus der Literatur, die wir uns inzwischen angeeignet haben und immer weiter erweitern. Unsere eigenen Erfahrungen und Erfolge natürlich und Ihren Rückmeldungen an uns bezüglich Ihres Einsatzes von AgilCare zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen. Und hier bezüglich dieser Rückmeldung an uns habe ich hier noch ein Beispiel mitgebracht. Das habe ich heute erfahren von einer erfolgreichen Anwenderin, habe ich gehört, sie hatte Halsschmerzen, wie bei einer Erkältung, also so ähnlich wie bei mir. Und normalerweise kennt sie das von sich, also wenn sie erkältet ist, dass sie hier circa 2 Wochen, eventuell manchmal auch etwas länger, damit belastet ist. Und mit AgilCare hat sie diese Anwendung durchgeführt. Und zwar, also das ist ja relativ viel Text immer in den Anwendungen hier dabei, aber die Anwendung heißt
hat den Code C1451 und da steht zunächst Halsschmerzen. Aber hier lohnt es sich auch nochmal da reinzuschauen, was in der Klammer drin steht, weil das gibt eventuell auch nochmal Hinweise. Wenn Sie nicht vorankommen, könnten Sie auch hier sich nochmal orientieren, um nochmal spezifischer, genauer eventuell vorzugehen. Also hier auch der Hinweis, man soll auch nochmal schauen, ob nach Pharyngitis oder Streptokokken allgemein beziehungsweise Streptokokken pyogenes und Actinomyces israelii. Das sind wohl diejenigen, die hier sehr häufig gefunden werden und wo man da vom Labor hier den Hinweis erhalten hat. Guckt ihr das doch bitte auch nochmal an. Die zweite Anwendung ist C1452. Hier steht Halsschmerzen 1. Und auf Verdacht hin hat sie auch noch die Anwendung SARL-1, also Human Coronavirus, durchgeführt. Diese drei Anwendungen hat sie durchgeführt und hat hier bereits nach einer Woche, also zuvor hatte sie immer dann 2 Wochen und mehr dafür benötigt, aber jetzt hat sie hier nach einer Woche bereits schon festgestellt, dass die Sache sich erledigt hat. Und das hier auch für uns ein Zeichen, dass sie hier alles richtig gemacht hat. Für sie war das auch das Zeichen, dass sie alles richtig gemacht hat zur Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und ich möchte Sie hiermit bestärken, AgilCare für sich zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität einzusetzen. Es geht bei allen Anwendungen, da können Sie ja nichts falsch machen, es geht bei allen Anwendungen um die spezifische Eliminierung betreffender Mikroorganismen. Und so wären die Beispiele gewesen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe. Wie Sie uns natürlich erreichen, das wissen Sie. Ich habe Ihnen hier auch trotzdem mal nochmal die Kanäle notiert. Und die haben Sie dann, wenn Sie sich die Unterlagen heruntergeladen haben, haben Sie auch diese Folie mit dabei. Habe auch nochmal hier die Folie mit dabei, also dass am 6. Mai kein Workshop stattfindet. Die nächsten Workshops sind wie gewohnt und regulär nächste Woche, das ist der 29. April. Und dann 2 Wochen nach dem 29. April, also am 13. Mai, das sind die nächsten Workshops, die dann wie gewohnt regulär stattfinden. Also wie gesagt, nur am 6. Mai findet kein Workshop statt. Und ja, auch noch hier die Übersicht, wie Sie zu Ihrer Tippovision für Ihre erfolgreiche Empfehlung von AgilCare kommen. Vielen Dank von uns dafür im Voraus und vielen Dank denjenigen, die dies bereits genutzt haben und auch denjenigen natürlich, die über andere Wege AgilCare und unsere Arbeit empfohlen haben. Wir wissen das sehr zu schätzen und sind Ihnen sehr dankbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und heute einmal ein etwas kürzerer Vortrag. Ich wollte mir auch um etwas Zeit lassen zur Beantwortung Ihrer Fragen im Chat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis jetzt. Meine Eltern sind ja, wie gesagt, auch auf Urlaub und da weiß man immer nicht, wie das mit der Internetverbindung klappt. Aber sie sind ja trotzdem hier mit dabei und lassen sich das nicht entgehen. Und